Dogecoin ist in diesem Jahr bereits um über 800% gestiegen, natürlich bedingt durch diesen ganzen Hype in den sozialen Medien. Also Tesla-Mitgründer Elon Musk, aber auch der US-Rapper Snoop Dogg und einige andere Prominente haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten stark für Dogecoin gemacht und im Februar ist dann der Kurs regelrecht explodiert und der starke Kursanstieg hat zuletzt auch die Entwickler auf den Plan gerufen und am letzten Wochenende gab es dann auch ein Software-Upgrade für Dogecoin und jetzt ist natürlich die Frage, ist Dogecoin vielleicht doch mehr als nur eine Spaßwährung? Und genau dieses Thema schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Also Dogecoin gehört zu den ältesten Kryptowährungen am Markt. Das ganze Projekt wurde bereits im Jahr 2013 von Billy Markus und Jackson Palmer aus der Taufe gehoben. Allerdings ist zu sagen, dass das Projekt nicht ganz ernst gemeint war. Es war als Bitcoin-Parodie zu verstehen. Man hat diese japanische Hunderasse Shiba Inu als Maskottchen eingesetzt, um einfach dem Coin zu mehr Bekanntheit zu verhelfen, was auch in den letzten Jahren eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also Dogecoin ist ja in den letzten 12 Monaten eigentlich sehr gut gelaufen, auch wenn sich die beiden Mitgründer längst aus diesem Projekt verabschiedet haben. Also Billy Markus hat, glaube ich, seine Coins im Jahr 2015 allesamt verkauft, was ich gehört habe, und sich von diesem Erlös einen gebrauchten Honda Civic gekauft. Er wäre natürlich besser dran gewesen, wenn er seine Coins behalten hätte, denn Dogecoin hat zuletzt zwischenzeitlich sogar eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar erreicht und kurzzeitig war Dogecoin sogar unter den Top 10 der größten Kryptowährungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was steckt eigentlich technisch unter der Haube von Dogecoin und hat vielleicht Dogecoin doch mehr Potenzial, als viele vielleicht denken. Also Dogecoin basiert im Prinzip auf der gleichen Codebasis wie Bitcoin bzw. Litecoin. Da hat sich in den letzten 7-8 Jahren auch kaum was verändert. Also die Dogecoin-Entwickler verwenden diese Bitcoin-Upgrades dazu, schreiben das Ganze einfach um und passen das Ganze auch an Dogecoin an, aber recht viel mehr ist da nicht passiert. Das muss man an dieser Stelle auch klar sagen. Also Dogecoin verwendet ja den gleichen Proof-of-Work-Algorithmus wie Litecoin im Prinzip, also Skript. Und anders als im Bitcoin-Netzwerk kommen im Dogecoin-Netz die Blöcke alle eine Minute wird quasi ein neuer Block generiert. Im Bitcoin-Netzwerk sind es ja 10 Minuten und dadurch ist Dogecoin tendenziell zwar 10-mal schneller als das Bitcoin-Netzwerk, aber das große Aber ist, durch diesen Umstand, dass die Blöcke relativ in kurzer Zeit kommen, entstehen im Dogecoin-Netz relativ viele Orphan-Blocks. Das bedeutet, wenn die Miner gleichzeitig einen Block finden, dann ist zunächst nicht ganz klar, welcher Block sofort an die Blockchain drangehängt wird und ein Block bleibt dann oft stehen. Der ist zwar valide, wird aber nicht an die Blockchain drangehängt und wenn es dann noch Probleme mit der Synchronisation im Netzwerk gibt, dann kann es zu Verzögerungen kommen. Und genau das war zuletzt auch das Problem bei Dogecoin, das inzwischen aber mit dem jüngsten Update gleich mehr dazu auch behoben worden ist. Es werden ungefähr, ja ganz genau eigentlich, 10.000 Dogecoin pro Block ausgeschüttet an die Miner und dadurch kommen pro Jahr 5,2 Milliarden Dogecoin dazu, konstant jedes Jahr 5,2 Milliarden Coins und das ist auch ein großer Unterschied zum Bitcoin, denn der Bitcoin ist, wie wir wissen, begrenzt, hat eine Obergrenze von 21 Millionen Coins und das gibt es eben bei Dogecoin nicht. Hier gibt es keine fixe Obergrenze, sondern hier kommen pro Jahr 5,2 Milliarden Coins dazu. Dieser Skript-Algorithmus, den Dogecoin verwendet, der hat den Vorteil, dass die normalen PC-Nutzer mit ihrem PC daheim Dogecoin minen können, auch mit der normalen Grafikkarte, aber die Rechenleistung im Netzwerk ist nicht besonders hoch. Ich blende euch mal die Grafik dazu ein. Also unter 300
Hashes pro Sekunde, also im Vergleich zum Bitcoin, wo etwa 150 Millionen Terahashes pro Sekunde im Netzwerk sind, ist dann Dogecoin doch relativ klein, möchte ich sagen. Also je mehr Hashrate, je mehr Rechenleistung im Netzwerk, desto sicherer ist natürlich das Netzwerk gegen Angriffe von außen. Und das ist so der Schwachpunkt von Dogecoin meiner Meinung nach, dass das Netzwerk doch durch diese niedrige Rechenleistung im Netzwerk relativ einfach angreifbar ist. Ein weiteres Risiko ist meiner Meinung nach, dass einfach wenige Adressen sehr viele Coins halten. Also etwa eine Adresse zum Beispiel kontrolliert 28% der Coins und die Top 20 Adressen kontrollieren knapp die Hälfte aller Coins. Und das ist natürlich schon ein Risiko für Anleger, die Dogecoin kaufen und neu in den Markt einsteigen. Denn wenn eine dieser Adressen oder Großanleger Kasse macht, dann kann es natürlich sein, dass die Kurse doch relativ stark fallen. Und der ein oder andere Dogecoin-Anleger hat im Februar Kasse gemacht, denn Dogecoin hat einen Teil seiner Gewinne in den letzten Wochen wieder abgegeben. Und wie es momentan konkret aussieht mit dem Dogecoin-Kurs, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Chart von Dogecoin in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance. Heute ist der 1. März am späten Montagabend und wir sehen den Kurs der Kryptowährung Dogecoin bei etwa 5 Cent, nachdem wir Anfang Februar bereits kurzzeitig über der Marke von 8 Cent waren, nachdem Ende Januar dieser Medienhype rund um Dogecoin eingesetzt hat, also diese Gruppe rund um Satoshi Bets. Elon Musk und auch Snoop Dogg hatten ja kräftig die Werbetrommel für Dogecoin gerührt und daraufhin wurde kräftig gekauft und der Kurs hat sich da binnen weniger Tage quasi vervielfacht. Aber seit etwa 8. 9. Februar läuft diese Konsolidierung bei Dogecoin und momentan sieht es danach aus, als könnte sich diese Konsolidierung noch weiter fortsetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange oder wie tief können die Kurse noch fallen? Wie lange setzt sich die Konsolidierung weiter fort? Oder kann sich Dogecoin eventuell oberhalb der Marke von 4 Cent stabilisieren und seinen Aufwärtstrend vom Ende Januar weiter fortsetzen? Und dafür schauen wir uns gleich die einzelnen Oszillatoren bzw. Indikatoren näher an. Doch bevor wir gleich umschalten, noch ein interessanter Hinweis. Also Dogecoin konsolidiert momentan unter dieser 7-Tage-Linie, das ist diese pinke Linie, also MA7. Und bislang hat Dogecoin diese 7-Tage-Linie nicht wirklich überwinden können. Und das spricht eher tendenziell für eine weitere Konsolidierung. Und darauf deutet auch dieser Trendfolgeindikator MACD hin, der am 14. Februar ein Bearish Crossover geliefert hat und damit diese Konsolidierung auch richtig angezeigt hat, nachdem es zuvor Ende Januar zu einem Bullish Crossover gekommen ist und damit hat der MACD auch diese Kursrallye richtig angezeigt. Aber jetzt, wie gesagt, stehen die Zeichen auf eine weitere Konsolidierung. Der RSI relative Stärkeindex deutet aber eher jetzt eine Stabilisierung hier unten an, nachdem diese überkaufte Situation vom Ende Januar bzw. Anfang Februar abgebaut worden ist. Also der RSI ist ja wieder in den neutralen Bereich zurückgelaufen und scheint sich jetzt wieder zu stabilisieren. Das On-Balance Volumen OEV hat natürlich Ende Januar einen massiven Sprung hingelegt, nachdem massiv gekauft worden ist, keine Frage. Und das Check-in-Money-Flow, das wir hier sehen, ist aber jetzt wieder in den negativen Bereich gerutscht. Das bedeutet, es scheint sich jetzt langsam Verkaufsdruck bei Dogecoin aufzubauen, nachdem wir massiven Kaufdruck Ende Januar natürlich gesehen haben. Jetzt aber ist das CMF ins Negative gerutscht und das deutet eher auf eine weitere Konsolidierung hin und auch am 50-Tage-Momentum können wir sehen, dass die Kurse seit Anfang Februar eigentlich konsolidieren und daher rechne ich in den nächsten Tagen mit einer weiteren Konsolidierung bei Dogecoin. Ich denke aber, dass
die Chancen nicht schlecht stehen, dass sich Dogecoin oberhalb dieser 50-Tage-Linie, das ist diese blaue Linie, die sich momentan bei 3,8 Cent bewegt, stabilisieren kann. Ich weiß ja nicht, was Elon Musk noch vorhat. Es kann natürlich sein, dass er nochmal für Dogecoin in die Bresche springt und nochmal vielleicht ein weiterer Medienhype in Gang kommt. Dann kann es natürlich sehr schnell sein, dass die Kurse nach oben wieder wegdrehen, dass es hier zu einem Bullish Crossover kommt und dann Dogecoin einen weiteren Satz nach oben macht, wie gesagt. Aber ich denke, dass vielleicht die Entwickler versuchen werden, diesen ganzen Medienhype vielleicht zu nutzen, um die Adoption von Dogecoin zu fördern, damit Dogecoin einfach mehr von der breiten Masse vielleicht als Community-Projekt dann auch wahrgenommen wird. Darin sehe ich eher die Chance, dass sich Dogecoin hier als ja, Top 20-Projekt vielleicht etablieren kann. Aber wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Kurzfristig stehen die Zeichen meiner Meinung nach erst einmal auf Konsolidierung bei Dogecoin. Also die Konsolidierung bei Dogecoin läuft und diese Konsolidierung kann auch noch ein paar Tage dauern. Ich persönlich würde aber hier diesen Trendfolgeindikator MACD im Auge behalten. Wenn dieser dreht, dann könnte es für Dogecoin sehr schnell wieder nach oben gehen. Insbesondere wenn Elon Musk wieder auf Twitter in die Tasten hauen sollte, dann kann es sehr schnell in die andere Richtung gehen. Er hat ja da relativ viel Einfluss, über 48 Millionen Follower, glaube ich, auf Twitter. Und da kann er natürlich einiges bewegen. Ich bin auch auf Twitter, wenn ich da auch nur ein kleiner Fisch bin, aber bei mir geht es exklusiv um die Themen Blockchain und Kryptowährungen. Und wenn ihr wissen wollt, was tagtäglich im Kryptomarkt passiert, dann folgt mir einfach auf Twitter. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach die US-Wertpapieraufsicht SEC wieder mal, muss man ja sagen, vielleicht gegen Elon Musk ermitteln möchte, wegen seiner Dogecoin-Tweets. Da geht es um vielleicht eventuell Marktmanipulation und so weiter. Man weiß nichts Genaues, aber Elon Musk würde das nicht besonders stören. Also er hat sich dazu schon geäußert und er würde das ganz wunderbar finden. Kein Wunder, denn das Ganze würde dann natürlich Dogecoin wieder in die Medien bringen, mehr mediale Aufmerksamkeit für dieses Projekt und das wäre natürlich nicht ganz verkehrt. Der starke Preisanstieg in den letzten Wochen und Monaten hat auch die Entwickler auf den Plan gerufen, denn wenn Dogecoin natürlich mehr wert ist, stehen für die Entwickler natürlich mehr Gelder bereit. Also ich blende euch mal die Grafik ein. Auf diese Wallet haben die Entwickler Zugriff und auf dieser Wallet liegen momentan über 25 Millionen Dogecoins im Wert von über 1 Million Dollar, die für die Weiterentwicklung von Dogecoin bereitstehen. Und am Wochenende gab es dann auch mit Dogecoin Core 1.14.3, glaube ich, ist die aktuelle Versionsnummer, ein Upgrade, das erste Upgrade seit 2019. Und dadurch wurde diese Synchronisation im Netzwerk verbessert. Also man hat auf diese schwerfälligen Integrität-Tests verzichtet sozusagen. Dadurch lassen sich die Blöcke schneller laden und schneller an die Nodes im Netzwerk verteilen. Dadurch wird einfach die Synchronisation im Netzwerk insgesamt beschleunigt. Außerdem hat man diese Standardzeit, in die einfach unbestätigte Transaktionen im Mempool vorgehalten werden, von 336 auf 24 Stunden reduziert, um einfach zu ja, verhindern, dass hier leere Blöcke unbegründet lange im Mempool stehen bleiben. Die Idee dahinter ist einfach, dass man valide Blöcke so schnell wie möglich aus dem Mempool schaffen möchte. Also die sollen möglichst nur ein paar Minuten drinnen bleiben. Und die Idee ist einfach dahinter, dass sich der Mempool dadurch zügiger leeren soll und sich das Ganze dann einfach beschleunigt darstellt, dass man einfach das Ganze effektiver und schneller abwickeln kann. Wichtig ist, dass dieses Upgrade keine Revolution ist. Also Dogecoin wird ja nicht dann tausende von Transaktionen pro Sekunde abwickeln können, sondern das sind kleine Optimierungen, kleine Verbesserungen, die einfach das Netzwerk etwas effektiver und etwas schneller machen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also Dogecoin ist und bleibt ein
Eine Spaßwährung, also daran ändert auch nichts das jüngste Upgrade. Ich sehe vor allem zwei Probleme. Also erstens die relativ niedrige Hashrate, Rechenleistung im Netzwerk. Dadurch ist Dogecoin relativ einfach angreifbar in meinen Augen. Außerdem die relativ hohe Konzentration auf wenige Adressen. Also einige wenige Adressen kontrollieren ja einen Großteil der Coins und das ist natürlich schlecht oder das eröffnet natürlich der Marktmanipulation auch eine gewisse Türe, keine Frage. Und nur wenn sich an diesen beiden Fronten etwas ändern sollte, also mehr Rechenleistung im Netzwerk und eine bessere Verteilung der Coins, dann würde ich eher dazu neigen, hier eine Position aufzubauen. Aber momentan bleibe ich persönlich hier auf der Seitenlinie. Dennoch glaube ich, dass Dogecoin als Community-Projekt noch viel erreichen kann. Also Dogecoin steht ja insgesamt für Freundlichkeit, Empathie, vielleicht auch Tierliebe und so weiter. Und das könnte dieses Projekt dann doch irgendwo weiterbringen. Also es gab ja zuletzt auch positive Nachrichten aus den USA. Zum Beispiel hat CoinFlip angekündigt, einer der größten Krypto-Automatenbetreiber in den USA hat angekündigt, Dogecoin in seinem Netzwerk unterstützen zu wollen. Das bedeutet, Dogecoin kann dann jeder an diesen Kryptoautomaten kaufen und wenn jetzt noch vielleicht ein anderer großer Kryptoanbieter wie zum Beispiel PayPal dazukommt und sagen würde, aber das ist nur Spekulation von meiner Seite, sagen würde, wir nehmen jetzt Dogecoin auch in unser Angebot mit auf, das wäre natürlich sehr positiv für dieses Projekt und würde Dogecoin sicherlich wahrscheinlich nochmal mehr Auftrieb geben. Insgesamt unter dem Strich, glaube ich, hat Dogecoin als Community-Projekt Berechtigung, wenngleich Dogecoin zumindest kurzfristig weiterhin natürlich irgendwo ein Spielball von Spekulanten bleiben dürfte. Dann hätte mich aber noch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr Dogecoin? Glaubt ihr, dass das nur ein Bump-and-Dump-Projekt ist, das relativ überflüssig ist? Oder glaubt ihr, dass Dogecoin als Community-Projekt durchaus seine Berechtigung hat? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich natürlich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das wieder gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir kommt. Am nächsten Donnerstag geht es dann voraussichtlich um den Bitcoin. Also eine Provinz in China hat ja angekündigt, im April das Bitcoin-Mining verbieten zu wollen. Und ihr wisst ja, der Großteil der Bitcoin-Miner kommt ja aus China. Und am Donnerstag schauen wir uns dann dieses Thema an, wie gefährlich das Ganze für den Bitcoin vielleicht sein könnte. Und im Krypto-Report am kommenden Samstag geht es dann auch um das Thema Bitcoin-Stromverbrauch. Und ihr könnt euch natürlich kostenlos anmelden, den Link unten findet ihr unten in der Beschreibung und ich hoffe, ihr seid sowohl in meinem Krypto-Report dabei, als auch am kommenden Donnerstag, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Und bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.